Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Wir wollen heute wieder grillen und wir grillen Hähnchenbrustfilet, also scharfes Hähnchenbrustfilet. Aber darum geht es heute nicht, denn heute geht es um die Beilage, um Hühnerhaut. Ich packe die einmal aus. Die Hühnerhaut weiß ja jeder, der schon mal irgendwie so ein Hähnchen vom Grill gegessen hat, also pommesbudenmäßig quasi, was eigentlich das Geilste ist. Und da haben wir letztes Mal den Tipp gekriegt, grillt doch mal Hähnchenhaut und seitdem ist das mega. Deswegen machen wir das öfters. Wie ich die bekomme? Wir kaufen hier sehr oft Hähnchenbrustfilet mit Haut und Knochen. Dann mache ich dann die Haut ab, friere die ein. Die Hähnchenbrust, die nutzen wir dann halt und die Knochen koche ich für die Hunde ab. Also, dass sie dann Brühe haben für was Futter. Und so hat man eigentlich alles bis auf die Knochen quasi verwendet. Und wie wir das heute machen, zeige ich euch einmal. Dafür brauchen wir Öl, Chili, Salz, Paprika süß und Pfeffer. Und eine Schüssel, in die wir jetzt das Öl tun. Geht eigentlich total simpel. Jetzt frag mich bitte nicht, wie viel Öl. Ich schätze mal, so war schon ein guter Schluck. Ich versuche mal für euch so ein Rezept zu machen, weil ich mache das eigentlich immer frei Schnauze. Nochmal einen Teelöffel Salz. Das soll nicht zu scharf werden, weil das Chili-Hähnchenbrustfilet schon scharf ist. Ein Viertel Teelöffel Chili dann. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Und Paprika kann gut rein, dann mache ich mal zwei Teelöffel. Und einen Löffel und verrühren uns das einmal. Und wie ihr testet, ob das schmeckt, einfach kleinen Finger. Und da fehlt nur Salz. Mach ich nochmal so. Ja, kann ich auch hier mitmachen. Einen halben Teelöffel Salz da dran. Das soll ja richtig geil schmecken dann. Und dann einfach die Häute nehmen und da rein tun. Wenn das jetzt zu wenig ist, einfach ein bisschen Marinade nachmachen. Und alles damit vermischen. Am besten halt immer einen nach dem anderen, nicht auf einmal, weil dann habt ihr auch überall was dran. Leute, und das schmeckt genial. Also ich hätte als Kind am liebsten einfach nur die Haut von dem Hähnchen gegessen. Was man dazu sagen muss, ist jetzt nicht die gesündeste Beilage. Deswegen nicht allzu oft machen, aber soll ja zum Genießen sein und nicht zum Sattessen. Weil das Beste ist eh ungesund. So, und das Letzte, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele das waren. Muss ich mal im Nachhinein gucken. Und das lasst ihr jetzt ein paar Stunden einziehen. Wenn alles klappt heute mit dem Wetter, dann wären das bei uns so 3 bis 4 Stunden. Es ist sehr stürmisch heute, aber eigentlich soll es heute Nachmittag ein bisschen besser werden. Deswegen hoffe ich es. Wenn es heute nicht klappen sollte, mache ich morgen das Video. Dann ist es halt länger eingezogen. Aber regulär, so, also 2-3 Stunden reichen eigentlich schon. Da habt ihr einen guten Geschmack. Ihr könnt das auch direkt vorm Grillen machen, aber dann nimmt das halt den Geschmack nicht so richtig an. Und die tue ich jetzt nochmal in eine andere Schüssel, zähle die und dann sehen wir uns beim Grillen wieder. Also, bis gleich. Es ist immer noch windig, aber wir machen das trotzdem mit dem Grillen. Weil, also, wir haben schon viel, viel schlimmere Winde gehabt. Und ich tue jetzt erstmal das Hähnchen drauf und dann die Haut. Wir tun das alles direkt über die Glut, weil das nur so kleine, dünne Scheiben sind. Und diese richtigen Hitzequellen, die behalte ich mir dann für die Haut jetzt gleich. So. Jetzt muss ich nach und nach anfangen, weil die anfangs relativ groß sind.
Aber die schrumpfen sehr zusammen. Ich versuche das jetzt gar nicht mit der Grillzange. Weil das klappt eh wieder nicht. Gut, ich sag, die sind groß und dann hole ich die beiden kleinen Lappen raus. Ah, die sind ja größer. Werden auch noch nicht alle auf einmal drauf passen. Und das lassen wir jetzt kurz so. Es ist sehr heiß. Also es hat sich schon schnell zusammengezogen. Es ist noch nicht fertig. Das ist jetzt, weiß nicht, 2 Minuten oder so drauf. Man sieht auch, das ist noch richtig wabbelig. Aber jetzt kann ich halt nach und nach immer die Haut dann da drauf tun. Ihr müsst das dann halt jetzt so timen, je nachdem, was ihr als Beilage macht. Oder wozu ihr die Haut macht. Ich schreibe euch gleich die Zeit nochmal ins Video. Dann könnt ihr halt selber gucken. Das Hähnchen werde ich gleich schon drehen können. Und dann kann ich nämlich jetzt gleich die restliche Haut noch. Oh, ich glaube, die restliche muss ich mal gucken. Manche sehen schon gut aus. Das ist quasi der Zeitpunkt, wo ihr die wenden könnt. Aber das sind jetzt halt die ersten 1-2 Stück nur. Ja, aber die brauchen nämlich noch ein bisschen. Oh, sieht man von oben. Aber das riecht schon geil, Leute. Ihr seht auch, wie arg die einlaufen. Dadurch, dass mein Kameramann gerade abhandengekommen ist, weil der Cheaper-Verkäufer da ist, ihr hört es auch an der Nala, muss ich mal alleine weitermachen. Jetzt guckt euch an, wie geil die aussehen. Ich nehme die schon mal runter. Oh ne, das noch nicht. Ne, die müssen auch noch. Mega. Hört ihr das? Richtig geil. Vielleicht hört ihr im Hintergrund jetzt sogar noch den Schiebermann, den ich gerade erwähnt habe. Aber erstmal einmal, ich nehme jetzt das Hähnchen schon mal runter, weil sonst wird das zu trocken. Oh, das sieht richtig gut aus. Boah. Mein Mann hat gerade gesagt, wir haben ja keine Beilage. Das für 2 Personen ist keine Beilage. Deswegen hat er gerade beim Schiebermann. Was hast du geholt? Schiebers und Sopa? Sopa mit Karne, ja, das kenne ich gar nicht. Sopa mit Karne, das haben wir auch noch nie gehabt. Sopa ist so ein Maisgebäck, also Maiskuchen, glaube ich. Doch, war glaube ich Mais. Aber ich zeige euch das gleich mal einmal. So. Jetzt kann ich nämlich die ganze Glut noch mal quasi auf eine Stelle packen. Ah, das muss auch runter. Ja, und das hat nochmal richtig schön Hitze gekriegt. Und dann ist er gleich auch schon fertig. Unser Essen ist fertig. Bevor ich probiere, was ich noch dazu sagen sollte. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie man so ein Hähnchenmusfilet ausnimmt oder wie man den Knochen auslöst, fragt am besten mal an der Fleischtheke nach. Die machen euch das garantiert auch fertig. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht könnt ihr ja sogar bei eurem Metzger Hühnerhaut kaufen. Das kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, weil in Deutschland habe ich es so noch nicht gemacht. Und hier brauche ich das nicht. Ihr seht hier auch unsere Errungenschaften. Das hier ist Cheaper. Und das ist die Sopa mit Fleischfüllung. Da haben wir so selber auch noch nie gegessen. Wir genießen die gleich. Und? Dafür brauche ich gar kein Messer. Geil, geil, geil. Wie neidisch der Kameramann gerade guckt.
Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe es auf jeden Fall. Und ich will jetzt definitiv essen. Es ist so lecker. Wenn ihr mal in Paraguay seid, solltet ihr unbedingt Chivas ausprobieren. Also definitiv. Und eine gute, leckere, saftige Sopa. Das ist mega. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt auf die Glocke, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao! Du hast jetzt ernsthaft Löffel gesagt und nimmst eine Gabel? Wir nehmen uns eine Gabel und vermischen das einfach. Sind durcheinander.